Hey, hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rise of the Tomb. In der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben. Wir sind aus dem Gefängnis ausgebrochen von Trinity und versuchen jetzt zu fliehen. Die wissen natürlich, dass wir ausgebrochen sind und sind jetzt auf der Suche nach uns. Und ja, wir gucken mal. Oh. Kriegen wir jetzt unsere erste Sturmgewehrwaffe? Nice. Hier links ist niemand, oder? Ne. Aber ich würde trotzdem gerne... Pfeilbogen. Einfach weil... Oh. Okay, ich glaube, das war's erstmal. Ja, ich würde lieber halt mit Pfeil und Bogen, weil Sturmgewehr ist zu laut. Ich meine, in der Situation hatten wir keine Wahl. Wir mussten uns irgendwie erwehren. Okay, das sind. Kann ich? Nee, wir brauchen Holz. Ah. Okay. Genau, die Blätter haben wir auch voll. Das sind zwei Leichen. Die haben wir getötet. Die Leiche. Das andere war irgendwie, keine Ahnung, Erz. Okay. Haben wir beide erwischt? Ja. Ich war mir nicht sicher, ob ich vielleicht ein bisschen gerade zu früh geschossen habe auf das, aber ich glaube, wir haben beide erwischt. Das ist gut. Auf jeden Fall viel Action. Hä, wir können ihn häuten? Oder was hat das Messer hier zu bedeuten? Ich glaube schon, dass wir ihn irgendwie häuten können oder so, aber... Also wir haben kein Messer. Oder haben wir einfach Loot voll? Soll das einfach sein, dass wir ihn looten können? Einfach nicht so ein Messer sind tot. Ich meine, gut, vielleicht ist es logischer als eine Menschen zu häuten, aber ey. Die haben es nicht anders verdient. Ich meine. Ah! Gut. Jetzt können wir auch Bomben herstellen. Nee. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Ah, so. Ah, mit denen kann ich Bomben herstellen. Explodiert das nach einer Zeit in unserer Hand? Oh, ich will lieber weg, bevor es explodiert. Ich weiß nicht. Oh, hi. Ey, stirb jetzt. Ich weiß nicht, ob das in... unserer Hand explodiert. Ich will das halt nicht in unserer Hand halten, wenn es dann explodiert. Aber ich glaube, es explodiert erst, wenn wir es werfen. Was gut ist. Werfen wir das dann nach hinten. Hä? Ich will ihn abschießen. Also, okay, gut. So, den kriegen wir. Der ist zu weit weg. Hauptsache, er kann uns hitten. Ah, jetzt da. Irgendwer hat die ganze Zeit diesen Seilpfeil geworfen. Da wollte ich einfach nur normal mit dem Pfeil ihn abschießen. Haben wir das eigentlich geskillt, dass wir... Ja, okay, hier kriegen wir echt nur Munition raus, gut zu wissen. Haben wir das eigentlich geskillt, dass wir jetzt Sachen, Sprengsachen bauen können? Ich kann mich nicht erinnern, dass wir das geskillt haben. Ah, stimmt, Laptops.
Müssen noch drei finden. Ich glaube, dass wir eh keinen übersehen haben, kein Laptop. Wir können noch mal kurz zurück. Also drei Laptops gibt's noch. Da müssen wir unser Auge offen halten. Aber wir müssen hier eh jetzt runter. Aber vorher, genau, da war noch was. Das anhören. Wir dringen weiter ins Tal vor. Ich starre abwesend die Ruinen an und denke über meine Sterblichkeit nach. Diese Bauten stehen seit Jahrhunderten hier und warten auf diesen Moment. Ich kann ihre Erwartung spüren. Der Stein will, dass wir erfolgreich sind. Und was sollte uns aufhalten? Ungläubige? Angsterfüllte und Verlorene? Jene, die die Quelle so lange vor Trinity versteckt haben? Wir sind diejenigen, die das hier Verborgene seinem wahren Nutzen zuführen werden. Diese Welt ist zu verdorben, zu verfault, zu krank. Man kann nur noch von Trinity gerettet werden. Wir werden eine Armee haben. Ein gerechter Mann wird sie führen. Konstantin wird dieser Mann sein. Tja, nicht wenn wir sie vorher aufhalten. Oder ihn. Okay, da ist noch die Leiche, die runtergefallen ist. Ah, und unser Rucksack oder ein Rucksack? Hatten wir einen Rucksack überhaupt dabei? Ich glaube nicht. Karte aktualisiert, okay. Das war irgendein Rucksack, der wahrscheinlich auch geflohen ist. Auf jeden Fall wieder im Wald. Das ist ein Lagerfeuer irgendwo. Lara, passen Sie auf. Sie sind überall. Sie werden Probleme bekommen. Da ist er! Erledigt ihn! Verdammt! Scheiße! Er ist auf jeden Fall in unserer Nähe. Wir hören die Schüsse. Ah, sorry, Jacob. Du musst versuchen, hier kurz alleine klar zu kommen. Wir haben andere Sachen zu tun. Und zwar ist hier ein Lagerfeuer, wo ich mich kurz hinsetzen möchte. Denn vielleicht haben wir ja ein paar Fähigkeitspunkte und so. Die Dinge klarer. Ich weiß, dass hier etwas versteckt ist. Die Sowjets haben danach gesucht. Und jetzt Trinity und Anna. Anna. Oh Gott. Ich kann es noch nicht glauben. So lange Zeit. Hat sie Dad auch beobachtet? Ich muss weiter Jacob finden und mich seinem Volk anschließen. Wenn ich mich bei ihm beweisen kann, verrät er mir vielleicht mehr über diesen Ort. Vielleicht. Wir haben sogar zwei Fähigkeitspunkte, sehe ich gerade. In was wollen wir denn reinskillen? Ein Kopftrefferanzeige erscheint über den Kopf eines Feindes, wenn er dieser erfolgreich anvisiert wurde. Ich habe auch immer keine Ahnung genau, wie das funktioniert, dieser Doppelschuss. Feuern Sie gleichzeitig bis zu zwei Pfeilen auf zwei separate anvisierte Ziele ab, während Sie mit vollständig gespannten Bogen zoomen. Ich weiß auf jeden Fall irgendwie, dass, dass wir die irgendwie anvisieren müssen. Ich glaube, das ist echt dieser Zoom, den wir machen können. Verdienen Sie Bonus-EP, indem Sie Kopftreffer, lautlose Kills oder Tod von oben. Ja, das klingt auch nicht schlecht. Was haben wir hier noch? Bomben herstellen können wir eigentlich auch machen. Stellen Sie mit Leichen von Feinden Fallen her? Nee. Tun wir das da. Bonus-EP klingt nice. Können wir schon mehr looten. Und Munitionsmenge erhöhen. Mehr atmen. Why not? Ich habe gar nicht nachgeguckt, was es hier eigentlich überhaupt gibt, aber ich glaube, das ist auch nichts so Besonderes. Lautlose Exekutionen sind viel schneller und erledigen. Ja. Ja, passt schon so. Inventar haben wir neue Sachen. Aha. Scharfpatronhalter. Und Gewehrmunitionsbeutel. Könnten wir theoretisch skillen. Und das auch. Dann haben wir das beides. Andere können wir noch nicht skillen. Und können noch ein paar Pfeile herstellen. Okay, mehr können wir nicht herstellen.
Da sind wir voll, voll. Okay. Und können wir noch unsere Waffen upgraden? Genau, jetzt haben wir auch Stummgewehr. Eine Goldfang. Da ist das Stummgewehr. Das ist so Einzelschuss, oder? Die Goldfang. Ja, sieht ziemlich danach aus. Schussfrequenz hat es auch sehr gering. Munitionskapazität, Nachladegeschwindigkeit. Ja, bleiben wir bei der Goldfang, glaube ich. Hier mehr Rückstoßstabilität. Da können wir nicht skillen. Neue Outfits. Ja, eines, aber ich weiß nicht welches. Wäre auch geil, wenn da dabei stehen würde, neues Outfit. Müsste ich halt dann in der nächsten oder in irgendeiner Folge gucken, was wir da eigentlich hatten. Da können wir auch noch was skillen. Aha, okay. Ah, okay. Das da haben wir bei der anderen Waffe geskillt, aber das hatte die andere Waffe irgendwie nicht. Wenn man danach guckt, schau, da oben hat er nur die zwei. Okay, also hat nicht jede Waffe immer den gleichen Aufsatz zum Skillen. Okay, gut. Gut zu wissen. Aha. Können wir hier was machen? Nein, da haben wir noch immer voll. Hier rüber können wir nicht. Wir müssen noch immer Laptops finden. Also noch immer Laptops finden. Da ist, glaube ich, gerade einer gewesen, da links. Ja, ist ein Einzelschuss. Oh, oh. Er hat das überlebt. Ach, komm, zeig dich nochmal. Ah, er hat es auch überlebt. Wir wurden gerade irgendwo von der Seite angeschossen. Kopftreffer. Ich muss mal hier Seite wechseln. Au. Ich hasse das, wenn sie manchmal auf die andere Seite wechselt, obwohl diese besser ist. Okay. Das sah aber jetzt gerade eher aus, als hätte ihn wer geworfen. Ja, ich muss zugeben, tatsächlich fühle ich diese Waffe irgendwie nicht so. Ah, jetzt da. Habt ihr gesehen? Die Markierung. Wir müssen echt zoomen. Und wenn wir zwei markiert haben, können wir beide gleichzeitig erschießen. Okay. Gesichtet. Sie ist allein. Ausschwärmen und Beeilung. Ich würde gerne den dort, weil der sieht gepanzert aus. Okay. Ja, okay. Ich weiß nicht, wo wir spawnen, aber ich würde gerne die Stummgewehrwaffe doch umtauschen. Ah, scheiße, war eh so klar. Ah, das ist so dumm. Dann, wenn ich eine Einzelschuss-Stummgewehr, kommen auf einmal hier so viele Leute.
Mit dem das auch nicht juckt, dass wir ihn hier abballern, ne? Mich regt das so auf. Das ärgert mich gerade so sehr, dass wir genau jetzt da auf einmal 20.000 Gegner kommen müssen. Ich dachte, man kann hier auch Stealth durch. Ja, jetzt müssen wir auch noch nachladen. Vor allem die Waffe ist überhaupt nicht stark. Der Typ war nicht mal gepanzert und den konnten wir nicht mal töten. Lara. Ja, danke. Ah. Warum hat sie... Warum war jetzt das Zielen in die andere Richtung? Die Tür ist rechts von uns und sie zielt nach links. So nervig. Ich weiß nicht, ab wann ich das abgekartet habe, aber ich habe so oft gegen die nochmal kämpfen müssen. Ey, mich regt das so auf. So viel Pech kann doch keiner haben. Genau dann, wenn ich eine Einzelschusswaffe nehme, als... Ja, jetzt zerstör den scheiß Laptop. Kommen auf einmal so viele Leute... Und dann sind ja auch noch alle gepanzert. Weißt du, dass du nicht mal mit der Waffe die Two-Shotten kannst? Nein, selbst mit der Pistole brauche ich 3 Schüsse. Ey, so viel Pech kann doch niemand haben. Ach, hier, wirf die scheiß Dose weg. Aber ich muss kurz nochmal zurückrennen. Ey, bis jetzt hatte ich auch keine gepanzerten Leute. Auf einmal kommen hier 3 gepanzerte Soldaten. Ich habe für einen normalen Soldaten, der nicht gepanzert ist, 3 Pfeile gebraucht. Obwohl ich sogar durchgehalten habe. Ja, pick die AK. Und einen anderen Bogen vielleicht. Wir haben einige. Wir haben 3 Stück. Mehr Schaden. Weniger Schaden. Ich weiß nicht, unser Bolgelenkter da doch schon ein bisschen besser. Der ist irgendwie gleich auf. Da sind die Bögen irgendwie gleich. Der hat irgendwie weniger Schaden und so. Vielleicht den. Der hat halt mehr Schaden. Haben die schon angeguckt? Ja, die haben wir auch schon angeguckt, okay. Gucken wir mal, was da drinnen ist. Explosionsfeuer, nee. Ja, nehmen wir das, das war. Ah, das war nervig, der Kampf. Ja, jetzt habe ich mal doch zur AK gewechselt. Wir haben eh viele Einzelschusswaffen. Unsere Pistole, unseren Bogen. Das ist eine schnellere. Aber ich dachte mir, ey, die macht so viel Schaden. Yo, benutzt die. Aber die hat ja gar keinen Schaden gemacht. Das Einzige, woran sie doch gut war, war, dass sie die Soldaten mit der Panzerung irgendwie gewone-shottet hat. Aber die normalen Soldaten, selbst dafür hat man 2 Schüsse gebraucht. Wir werden wahrscheinlich eh irgendwann wieder eine Schrotflinte kriegen. Daher ist das sowieso besser, glaube ich, so, weil die Schrotflinte ist dann auch Einzelschuss. Und dann können wir ja mit der Schrotflinte die Gepanzerten einfacher töten, hoffentlich.
Okay, die haben wir anscheinend schon gelootet. Ein Laptop müsste irgendwo noch liegen. Dass wir aber auch immer direkt wissen dann jetzt auf einmal, wo wir auftauchen. Ich dachte, okay, wenn wir ins nächste Gebiet gehen, haben die wieder unser Dings verloren. Aber anscheinend haben die... Den können wir töten, das heißt, er lebt noch. Oh, da ist der letzte Laptop. Ja. Wir haben keinen übersehen, das ist schön. Ja, wahrscheinlich war das Jacob. Würde ich sagen. Jeder Schritt tiefer ins Tal macht mich sicherer, dass ich für diese Arbeit auserwählt wurde. Meine Stigmata kribbeln. Sie erinnern mich an meinen höheren Zweck, meine einzigartige Position bei diesem höheren Zweck. Ich war ein Kind, ohne Ahnung von Bösem der Welt. Dann eines Nachts erwachte ich schreiend, voller Schmerzen. Blut tropfte von meinen Händen. Als ich das sah, war ich starr vor Schreck. Ich kann dieser Mission ebenso wenig ausweichen wie meinen eigenen Händen. Alles klar. Und der wird halt noch leben. Jacob, nee? Ich glaube, ich bin bald beim Bahnhof. Sind Sie da? Okay, Jacob meldet sich nicht mehr. Aber ich konnte schwören, den konnte... Da war... Ja, hier ist... Oh. Entschuldige. Jetzt ist das ein Einhorn. Wie süß. Ein Rangabzeichen eines Militärordens. Trinity. Ja. So eine Ritterrüstung haben die da sogar auf dem Medaillon. Ha. Noch ein sowjetisches Schild. Ja, die ist unser Russisch eigentlich schon. Stufe 3 endlich oder noch nicht? Etwas makaber. Nee, gerade mal die Hälfte von Stufe 3. Also zu Stufe 3. Wir haben, ah, okay, wenn wir den Bogen, wenn wir gerade zielen, können wir nicht so... warte, mir fällt gerade ein. Ich weiß nicht warum, aber ich habe da noch was leuchten sehen im Schnee, wo wir hier gekämpft haben. Da muss ich noch was ausgraben. Irgendwie, weil mich die Leute so abgefuckt haben, habe ich das irgendwie komplett schon vergessen. Das war echt, das hat mich echt aufgeregt, so ein bisschen, der Kampf. Ich meine, ich hätte es vielleicht doch besser machen können. Oh. Ja gut, das hätte ich, das war glaube ich nicht so wirklich dafür, sondern für was anderes wahrscheinlich. Liegt noch Holz, okay, liegt eh noch einiges. Den Generator kann ich zerstören. Gehe ich wieder weit, ah okay, das ist ein roter Generator, deswegen, okay. Rote Generator kann ich zerstören, macht auch Sinn. Ah genau, hier sind wir gekommen. Reingegangen und... Ah, doch, da hätten wir die dann... Ah, okay, gut. Ich glaube, das wäre auch nicht so einfach gewesen, weil immerhin haben die auf uns geballert. Das war ja noch nicht das Nervige. Das Nervige war echt da. Wegen den gepanzerten Leuten. Nicht mal die Bombe hat wirklich viel geholfen. Aber jetzt ist das eh erledigt. Oh, aber es war einfach so anstrengend. Weil genau dann extra so viele Leute kommen müssen, wo unsere Einzelschuss-Sturmgewehrwaffe natürlich nicht viel bringt. So, jetzt können wir nochmal Pfeile herstellen. Gegner plündern. Was hat sie aufgehalten? Ich dachte, ich hätte sie verloren. Keine Chance. Danke, dass Sie mich da rausgeholt haben. Hey, der! Da kommt er raus!
entkommen sie, okay. Ins Wasser, falls da unten Wasser ist, oder was machen wir? Tatsächlich springen wir rund ins Wasser, aber ins kalte Wasser. Können wir durch. Okay, wir sehen auf jeden Fall, unsere Sicht wird immer dunkler und dunkler und dunkler und haben wir es geschafft, hoffentlich. Ich weiß jetzt nicht genau, was ich drücken musste, um schneller zu schwimmen. Ich glaube, irgendwie da stand B zum Schwimmen, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich gedrückt halten muss oder drücken. Und deswegen habe ich einfach alles gespammt. Aber scheint ja funktioniert zu haben. Jetzt fehlt nur noch Jacob, falls der hinter uns war. Oder noch einmal trinken ist, ich weiß es nicht. Ach komm. Ich dachte, wir können eine kurze Pause machen, weil ich da Feuer gesehen habe. Dachte ich, ja, Lager, wo wir uns ausruhen können. Wir sind da schon. Oh, verdammt. Au, au, au. Ich wollte gerade sagen, sind das Sturmtruppler, weil die uns nicht treffen, aber jetzt haben sie uns am Ende getroffen. Okay, nochmal. So, okay. Ja, jetzt habe ich den Sprung geschafft. Oh, das hatte ich fast zu spät gemerkt. Achso, das ist ein Seil. Ich dachte, das wäre eine Stange gewesen, aber dann habe ich gesehen, dass wir da runterrutschen. Dann habe ich gesehen, ah, sei, so. Muss ich hier rüber? Runter? Nein, da ist ein Seil! Oh, ich sehe das doch alles nicht. Diese ganzen Funken und die ganzen Lichter von den Schüssen lenken mich zu sehr ab. Ich habe das Seil doch nicht gesehen. Was denken die, was ich für Adleraugen habe? Ich brauche schon langsam eine Brille. Kann ich da so was Durchsichtiges hier da hinten platzieren? Das sieht doch keine Sau. ...2012 hatte ich noch gute Augen, aber heutzutage nicht mehr. Auch das ganze League of Legends zocken. Das hat mir echt, glaube ich, meine Augen ruiniert. Wegen der guten Grafik. Dad? Er hat sich erschossen. Ja, irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass er sich erschossen hat. Ganz langsam. Trinken Sie das. Es hilft. Also ist das ein Schamane oder wie? Ich wusste gar nicht, dass Jacob ein Schamane ist. Hätten Sie mich drin gelassen? Ich hätte drüber nachgedacht. Glauben Sie, das habe ich nicht. Also, warum riskieren Sie so viel, um herzukommen? Die göttliche Quelle. Ich weiß, wonach Sie suchen. Aber ich möchte wissen, warum.
Als ich klein war, gab es nur meinen Vater und mich. Er war auch Archäologe. In seinen letzten Jahren war er besessen von Mythen über Unsterblichkeit. Natürlich hat ihm niemand geglaubt. Ich auch nicht. Unser letztes Gespräch war ein Streit. Er hat sich umgebracht. Ich dachte, ich würde damit zurechtkommen, aber... Etwas anderes ist passiert. Und ich sah etwas, von dem ich dachte, es sei unmöglich. Es hat alles verändert. Ich erkannte, dass mein Vater richtig lag. Ja, Matthäi, wahrscheinlich. Er starb allein und gebrochen. Aber er starb nicht umsonst. Sie halten die göttliche Quelle also für echt? Ich weiß es wirklich nicht. Aber wenn etwas davon wahr ist, muss ich es herausfinden. Man müsste sie erforschen, studieren. Das könnte die Welt komplett verändern. So etwas darf man nicht verstecken. Veränderungen sind leider nicht immer das Beste. Das stimmt. Würden Sie Trinity das Geheimnis der Unsterblichkeit... Ich bin auch kein so großer Fan von Veränderungen. Natürlich nicht. Dann bitte ich Sie, Ihre Suche nicht aufzugeben, sondern Ihren Weg zu ändern. Schließen Sie sich uns an. Helfen Sie uns gegen Konstantin und Trinity. Und was passiert dann? Dann verlassen Sie das Tal lebend. Im Wissen, dass Sie das Richtige getan haben. Nein. Tut mir leid. Das kann ich nicht tun. Können oder wollen? Ich bekämpfe Trinity mit ihnen, aber mein Ziel bleibt dasselbe. Wenn ich jetzt aufgebe... Wäre es, als würden sie ihn im Stich lassen. Nicht nur ihn. Ich brauche Antworten, Jacob. Ich muss es verstehen. Wir sind zu neugierig geworden. Sie gehen weg. Im Moment geht es mir um mein Dorf. Es liegt hinter dem Bergpass. Einen Tagesmarsch entfernt. Vielleicht gibt es einen kürzeren Weg durch die Kupfermine. Sie ruhen sich aus. Ich bin bald zurück. Na, da bin ich mir nicht so sicher, ob er wirklich bald zurück ist. Okay. Ja. Ein neues Abenteuer wartet auf Sie. Danke, dass Sie Baba Yaga, der Tempel der Hexe, für Rise of the Tomb Raider gekauft haben. Ja, danke. Das war kostenlos dabei. Ich habe das im Epic Games Sale gekauft, wo die Tomb Raider Trilogie kostenlos war. Aber ja, bitte. Klar, ich habe es gekauft. Einsatzziele werden mit rosa Markierungen auf ihrer Karte dargestellt. In der Sowjetanlage wartet eine neue Mission auf sie. Die Mysterien des gottlosen Tals locken. Die Mysteries des gottlosen Tals warten. Oh, Wurst, lecker. Verdammt, wo ist er? Ja, war das schon eine Weile her, oder? Ist das Lager, was wir entdeckt haben? Warte, ich muss kurz rausgehen. Ja, tatsächlich. Aha. Overwatch, hab Kontakt mit der Einheimischen im alten Sägewerk. Wir haben sie verletzt, aber sie scheinen hier im Gebiet aufgestellt zu haben. Bisher gab es einen Toten. Wir sehen uns mal um. Im alten Sägewerk. Okay. Auf jeden Fall ist das tatsächlich das Lager, was wir gesehen haben. Genau, da hinten ist ja unser. Ah, da ist der Typ, der die Nebenquest hatte. Und hier ist das alte Sägewerk. Da kämpfen die. Okay. Dann sind wir tatsächlich echt wieder zurück. Wieder allein. Jacob ist vorgegangen. Er hat etwas an sich, das ich nicht recht beschreiben kann. Es ist seltsam, irgendwie tröstlich. Als könnte ich ihm alles sagen, ohne dass es ihn beunruhigt. Ich spüre kein Urteil von ihm. Trotzdem ist er schwer zu durchschauen. Ja.
Mein Instinkt sagt mir, dass er gut ist. Er hat mich gerettet. Ich kann ihm vertrauen, zumindest im Moment. Aber ich habe das unbestimmte Gefühl, dass er mehr weiß, als er zugibt. Er versteckt auf jeden Fall irgendwas vor uns. Irgendein Geheimnis, was er uns nicht verraten will. Ein Kopftreffer, ja. Hören Sie die Menge an künstlicher Herstellung, die sie von jeder Quelle sammeln. Von jeder Quelle? So ein Wassertropfen. Können wir im Wasser auch Wasser sammeln oder wie? Verbinden Sie Wunden schneller. Habe ich bis jetzt noch nie gemacht. Ich nehme das da. Nerven aus Stahl. Und ich sehe gerade, wir haben noch ein Outfit, ein neues. Ich möchte gucken. Ja, tatsächlich. Drei neue Outfits. Antarktis-Outfit, Helden-Outfit, Pionier. Gastweber. Manuelle Heilung gewährt die Chance, Wunden zu verbinden, ohne Ressourcen zu verbrauchen. Von Jacob erhaltene braune Canvas-Jacke, leicht aber robust. Aha. Haben wir das schon gesehen? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich nehme dieses Outfit, dass wir weniger, also dass wir die Chance haben, keine Pfeile zu verschwenden, wenn wir die benutzen. Da ich sowieso meistens mit Pfeil und Bogen kämpfe. Aber bevor wir weitergehen, würde ich sagen, ich mache hier jetzt erstmal einen Cut und dann sehen wir uns in einer weiteren Folge von Rise of the Tomb Raider wieder. Bis dann, ich verabschiede mich. Ciao.